Herr Professor Krösen, Sie plädieren bei CED-Erkrankungen, also Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, für einen rechtzeitigen Einsatz chirurgischer Mittel, auch wenn ja die medikamentösen Möglichkeiten bei diesen Krankheiten in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Man sollte als Hauptmesspunkt, um den richtigen Zeitpunkt zu wählen, die Lebensqualität des Patienten anlegen. Ein Patient, der trotz einer medikamentösen Therapie eine extrem schlechte Lebensqualität hat, unter Schmerzen leidet, eine hohe Stuhlgangshäufigkeit aufweist und es kaum noch schafft, zur Toilette zu gehen, der gehört nach spätestens 2 aggressiven medikamentösen Ansätzen meines Erachtens operiert. Der Grund hierfür ist, dass jede erneute medikamentöse Therapie, die nicht anspricht, den Patient immer kranker werden lässt. Und desto kranker er zu OP kommt, desto gefährlicher wird auch eine Operation. Und die Operation bewirkt innerhalb von wenigen Stunden Erlösung von der Erkrankung und den ersten Schritt hin zu einem besseren Leben, hin zu einem besseren Leben mit einer besseren Lebensqualität auch. Na gut, das könnte ja jeder durchschnittliche Gastroenterologe genauso wissen. Wo ist das Problem? Das Problem liegt in mehreren Gründen. Zum einen liegt es daran, dass naturgemäß der Mensch Angst vor einer Operation hat. Er muss sich einem wildfremden Menschen anvertrauen, sich von diesem wildfremden Menschen auch noch von oben bis unten öffnen lassen, operieren lassen und so weiter. Das erfordert einen großen Vertrauensvorsprung, der schwer zu erfüllen ist, a priori. Und dadurch haben einfach viele Menschen Angst. Und das ein anderer Faktor ist, dass es bei vielen Internisten, bei vielen Gastroenterologen noch so im Kopf ist, dass einen Patienten an einen Chirurgen zu verlieren, ihn operieren zu lassen, eine gewisse Niederlage darstellt. Ja? Das ist aber falsch, weil ich bin nicht gegen medikamentöse Therapie, die ist gut, die ist sehr, sehr wichtig und ich würde jedem Patienten wünschen, auch ohne eine Operation gesund zu werden. Aber bislang gibt es solche Medikamente noch nicht, die mit einer ausreichend hohen Sicherheit das können. Man kann also auf die Chirurgie noch lange nicht verzichten, höre ich daraus. Interdisziplinäres Vorgehen ist dringend angesagt. Man sollte interdisziplinär sich um diese Patienten kümmern. Der Patient, der häufig auch sehr, sehr gut informiert ist und häufig auch an seinem eigenen Arzt vorbei schon den Chirurgen aufsucht, aber auch der Gastroenterologe, müssen den richtigen Zeitpunkt erkennen, sodass der Patient über den Gastroenterologen vermittelt, zumindest einen ersten Kontakt zu einem Chirurgen aufbaut, der aber erfahren sein sollte in der Behandlung solcher Erkrankungen. Weil gerade bei der Colitis ulcerosa ist ein sehr großer, sehr komplexer Eingriff, der in sehr erfahrene Hände gehört. Es ist also auch eine Aufklärung des Patienten seitens der Chirurgen, lange bevor überhaupt eine OP anberaumt wird. Also überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen über die Möglichkeiten, richtig? Absolut richtig. Man sollte möglichst früh schon einmal davon gehört haben, sollte wissen, was es bedeutet, operiert zu werden und sollte auch wissen, mit was für Einschränkungen man auch dadurch zu rechnen hat. Und das ist natürlich auch nicht so, dass man wieder auf einen Zustand von 20 Jahren und kerngesund zurückgesetzt wird. Es ist schon ein Leben mit leichten Beeinträchtigungen, aber 1000-mal besser, als unter einer schwersten Colitis ulcerosa zu leiden, die einem den Spaß am Leben nimmt. Wie hoch sind die Erfolgsraten der Operationen? Bei 90% aller Patienten funktioniert dieses Verfahren im Endeffekt. Das heißt 4 bis 6 Stuhlgänge am Tag, nahezu komplette Tagkontinenz. Nachts kann es schon mal leichtere Einschränkungen geben. Und Medikamentenfreiheit. Ja? Bis halt auf ganz leichte Medikamenten, um den Stuhlgang zu regulieren. Aber ansonsten sind diese Patienten in der Regel medikamentenfrei. Ja? Vielen Dank. Gerne.